Liebe Genossinnen und Genossen, die Bezüge, Leitbild, Leitantrag sind da. Also werdet ihr das auch bei mir erleben? Helmut Scholz hat schon angesprochen, euch liegt dann ein Änderungsantrag zum Leitantrag auf dem Tisch zu Konsequenzen aus dem NSU-Skandal. Es geht dabei um die Evaluation der gesetzlichen Grundlagen für den Verfassungsschutz im Land als Inlandsgeheimdienst, um die V-Leute-Praxis, um das Ende der Bildungsarbeit, der Skandalösen des Verfassungsschutzes in Schulen und auch um Widerspruch gegen diese Extremismusklausel, die am Ende im Land antifaschistische Initiativen diskriminiert. Und das ist in Abstimmung mit der Debatte im Land, auch mit dem Landesvorstand aufgeschrieben. Ich bitte euch da um Zustimmung. Und dann bin ich bei meinem Thema. Ich möchte, dass wir das nicht nur intern besprechen, sondern dass wir das gemeinsam machen mit den zivilgesellschaftlichen antifaschistischen Initiativen, dass wir eine öffentliche Debatte, die im Land stattfindet, und wahrnehmbar nicht unbedingt mit uns stattfindet, doch nutzen, um auch hier unsere Verantwortung im Land wahrzunehmen. Ich möchte also eine gesellschaftliche Debatte dazu. Und die gibt es ja. Conny Wählern hat vorhin zur Qualität unserer Arbeit gesprochen und wir freuen uns gemeinsam über die Wahlerfolge und über die hier ja beeindruckend dargestellte Bilanz der Regierungszeit. Gerrit hat gerade gesagt, wir müssen die anstrengende Debatte zur Gemeinschaftsschule führen und damit bin ich eigentlich beim Thema. Ich denke, mit dem Leitantrag sind heute weder die differenzierten Analysen der Bundestagswahlen noch die notwendigen Schritte in Vorbereitung auf Kommunal-, Europa- und Landtagswahlen in der Verknüpfung bereits erledigt. Ich greife einige Stichworte auf aus der heutigen Debatte. Ihr habt gesagt, oder es wurde gesagt oft, wir müssen zeigen, dass wir 100% sozial sind. Wir müssen zeigen, dass wir konsequente Politik für die Bevölkerung machen. Unser Programm muss in der Bevölkerung verankert werden. Ich denke, es geht mehr um einen sprachlichen Unterschied, wenn ich sage, andersrum wird ein Schuh draus und ich unterstütze ausdrücklich Gerrits vehementes Eintreten für diese Gemeinschaftsschuldebatte. Fakt ist doch, um gesellschaftliche Verhältnisse nach links zu verändern, reicht es doch nicht nur, Bekenntnisse abzugeben, Forderungen zu formulieren und die geschlossen mit Plakaten im Wahlkampf zu vertreten, sondern wir brauchen doch vorher eine Situation, wo die Linke in der Bevölkerung Alltagsfragen und Probleme aufnimmt, weil wir in diesem Land leben, wo wir Meinungen einholen und eine öffentliche und nachvollziehbare Debatte auch bei uns führen, bei der allerdings dann die Wählerinnen und Wähler und die Bevölkerung merken, wir streiten uns nicht um innerparteilichen Knatsch, sondern wir streiten uns um die besten Konzepte, um die Lösung ihrer Probleme im Land. Und wenn eine politische Partei das schafft, in dieser gesellschaftlichen, öffentlichen Debatte zu sein und dann am Ende von den Wählerinnen und Wählern als die auserkoren zu werden, die am glaubwürdigsten diese sozialen Forderungen vertreten, die aber im Land ja leben müssen, dann sind wir auf diesem Weg, der hier genannt wurde, 11,8% Richtung 29,6% unterwegs. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann sind ja unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben in den letzten Jahren in Brandenburg, genau der Beleg dafür, dass es nur so geht. Ich erinnere an Hartz IV, beitragsfreie Schülerbeförderung, Kita mit Bildungsauftrag, Musikschulen, Schülerproteste, Kohletragebaue, CCS, ja, freie Schulen und Fluglärm. Aber egal, ob man für oder gegen so eine Volksinitiative oder ein Volksbegehren ist als Linke, man muss sich diesen gesellschaftlichen Debatten stellen. Das ist anstrengend, das ist widersprüchlich, aber es ist notwendig, denke ich, wenn wir langfristig Erfolg haben. Und meine Frage im Zusammenhang mit dem vorliegenden Leitbild, denke ich, aus dem wir ja dann das Landtagswahlprogramm auch erarbeiten werden, ist, ob wir es tatsächlich wahrnehmbar geschafft haben, eine solche politische Debatte mit Wissenschaftlern, zivilgesellschaftlichen Kräften, mit kommunalen Vertretern, Gewerkschaften, auch öffentlich im Land zu den brennenden Fragen zu führen. Ich glaube nicht. Und ich glaube auch oder denke, ich werbe auch dafür, dass der Landesverband als Ganzes, der Parteiverband, hier eine andere Rolle
noch für einnehmen muss im Verhältnis zur Fraktion und den Ministern, weil nicht nur die können für linke Politik im Land stehen. Und deshalb ist es prekär, und vielleicht finden wir auch einen anderen Weg. Ich finde es prekär, dass wir die Regionalkonferenzen jetzt haben ausfallen lassen müssen, weil wir mit anderem beschäftigt sind, was ich verstehe. Aber ich finde auch prekär, dass dieses Instrument offenbar stumpf geworden ist. Denn die Regionalkonferenzen waren ja nicht als Frontalunterricht gedacht, sondern eben als regelmäßige öffentliche Werkstätten von Politik. Und ich werbe dafür, dass wir da also öffentlich weitermachen, wieder diskutieren, mit unseren Positionen scharf erkennbar sind, profiliert erkennbar sind. Die Möglichkeit haben wir dazu, dass wir dann auch aus den nicht so großen Erfolgen, die wir bei den Wahlen hatten, und ich bin ziemlich traurig, dass wir trotz allem Kampfes und des guten Wahlergebnisses von Dagmar eben das Direktmandat eingebüßt haben in unserem Wahlkreis, dass wir dann trotzdem daran anknüpfen und bei den von Heinz Fietze genannten Kennzahlen 11,8 bis 29,6, liebe Genossinnen und Genossen, die Richtung ist klar. Volkmar.